Ja, Aufnahme starten. So. Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Nicht Stranded Dead, so wie ich das in der letzten Folge behauptet habe. Stranded Deep heißt es tatsächlich. So, hier können wir nochmal Feuer machen. Übrigens, hier ist mein Shelter. Den würde ich mir gerne mal tagsüber angucken, aber geht jetzt gerade nicht. Wir legen uns mal schlafen einfach. Sleep. Oh, wir schlafen. Wow. Es ist das schönste Zuhause der Welt. Es besteht aus 4 Blätter, 4 Sticks und ein Seil. Aber es könnte... Ja, ich habe es nicht ganz in Schatten gestellt. Ne? Ich wollte es eigentlich in Schatten stellen. Aber als ich gestern aufgebaut hatte, da war schon duster. So, pass auf. Wir haben das Tutorial abgeschlossen offensichtlich. Nee, hier steht noch gar nichts mehr drauf. Wir sollen uns noch einen Hammer besorgen, beziehungsweise craften. Und diese Frage, finde ich noch mal mehr von diesen kleinen Pflanzen hier? Guck mal, hier liegt noch ein Baumstamm rum. Den nehmen wir mal flott mit. Nochmal zur Info. Leute, die reinschalten, ich habe das Spiel auf Medium geschaltet. Mein PC schafft nicht mehr. Ich habe mit dem Laptop spiele ich nur, deswegen nimmt mir das nicht übel. Ich habe aus The Forest damals auch auf Medium geschaltet. Aber selbst da gute, ich pack fest, gute Zuschauerzahlen hatte ich erreicht. Genau, wenn Inka ein bisschen leiser aufräumen würde, könnte man auch ein bisschen besser sich unterhalten hier. So, jetzt müssen wir kurz überlegen, wie funktioniert das nochmal. Aha, Menü. Genau, so. Ausrüsten. Und weg damit. Ich habe das Gefühl, ich sammle den ganzen Scheiß zusammen, weil ich habe das Gefühl, wir bauen irgendwann ein Boot, also ein Floß damit. Wir können heute mal auch dieses Boot da hinten erforschen. Ich will bloß einfach nur mal wirklich den Hammer zusammenbauen. Das heißt, ich muss nochmal gucken, ob ich noch irgendwo so eine junge Palme finde. Weil daraus kann man nämlich die Leinen machen. Wir können noch mal kurz gucken, was brauchen wir genau, um diesen Hammer herzustellen. So. Wir könnten uns noch mal so eine Fackel machen, ne? Wir brauchen Sticks und Rocks, 2 Stück. Und, was ist das? Das ist doch, genau, so ein Seil. Also, und davon auch nur ein. Folgedessen ist das jetzt nicht unbedingt die große Weltherausforderung. Und da hätten wir tatsächlich so eine junge Palme, aus der wir hier gleich mal sowas rauscraften können. Ich habe mich ausgerüstet. Brauche Messer. Genau. Eine Lagerkiste wäre auch super top, oder? Wenn man sowas irgendwie craften könnte. Da würde ich mich echt total freuen, ganz ehrlich. Okay, es hat wahrscheinlich nicht gereicht, jetzt um irgendwie so ein Ding herzustellen. Vielleicht aber haben wir die Möglichkeit, irgendwie auf diesen Frack, wollte ich gerade sagen, Frack mal gucken zu gehen. Dass ich dann dieses Ding nicht rankomme, aber es ist uninteressant wahrscheinlich, ne? Hier finden wir Kokosnuss. Ich finde aber, es läuft auch echt flüssig. Ich habe das mal probiert, dieses Mal das Spiel von der... Das ist noch unser lecker Essen. Vom Ding zu starten. Vom USB-Stick. Das heißt, ich habe mal gelesen, dass es sehr viele Lags gibt. Gerade beim Stream. Also pass auf, beim Stream hatte ich hatte vor einiger Zeit Left 4 Dead 2 gestreamt. Im Stream selber lief das Spiel sehr, sehr flüssig. Als ich mir aber nachhinein die Aufnahme angeguckt habe, wenn der Stream fertig ist, war es super ruckelig, dass man sich das kaum anschauen konnte. Und ja. Und dann habe ich gelesen gehabt, man sollte das am besten, wenn man vom Laptop streamt oder so, im Allgemeinen vielleicht von der externen Festplatte oder vom USB das Spiel starten. Ausprobiert, machen wir das jetzt. Was ist das? Klamotten. Geil. Achso, das ist einfach nicht keine Klamotten, das ist Stoff, ne? Könnten wir tatsächlich gebrauchen, wenn wir einen Fluss bauen. Mann. Ich baue mir hier nochmal ein Segelschulschiff zusammen hier gleich. Guck mal, hier ist noch eine junge Palme, geil. Und damit kriegen wir auch gleich unseren Hammer zusammen. Genau, hier war sie doch. Jawohl. So, dann lass uns mal gucken. Hä, wieso kann ich das immer noch nicht ausrüsten? Hä, wieso das denn? Ich habe 2 von diesen Palmen... Ey. Blättern hier, ne? Ich kann auch kein Dings damit machen. Davon habe ich auch noch welche. Das ist ja nicht schlecht. Die habe ich dafür das Dings gebraucht, ne? Habe ich mein Dings auf Dings gestellt? Ja.
Genau. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Warum kann ich denn damit jetzt keine Seile? Oder brauche ich dafür ein paar mehr? Warte mal. Jetzt muss ich echt mal gucken eben. Eigentlich sollte doch schon eins reichen, oder nicht? Ne, vier. Bin ich auf dem Holzweg. Wie komme ich denn darauf, dass ich davon nur einen brauche? Naja, es macht ja auch Sinn, ne? Aber ich glaube, vier Stück werde ich hier nicht mehr auf dieser Insel finden. Ja. Dann lass uns das doch einfach mal so machen. Wir schwimmen mal zum Wrack rüber. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir da noch Seile finden. Ansonsten müssen wir uns dann mal in unseren Schlauchboot reinsetzen und eine neue Insel suchen. Was ich eigentlich gar nicht gut finde, weil ich das nicht gut finde einfach. Klar, soweit. Ich will mal dahin tauchen. Ich hoffe nur nicht, dass der große weiße Hai kommt hier. Die Musik passt so herrlich dazu. Meint ihr, das schaffen wir? Oh ne, ich nehme lieber die Rettungsinsel mit. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Aber andersrum wäre das nicht so, dass die wegtreibt. Aber wir haben einen Anker drauf, ne, auf dieser Insel. Da soll doch ein Anker sein. Kann ich den jetzt nicht aber so packen und einfach nehmen? Ne, weil ich was ausgerüstet habe, ne? Ich weiß nicht. Ja, komm, wir probieren es einfach mal aus, so zu schwimmen. Aber es wird wieder dunkel. Wir sollten uns echt einen Zacken beeilen. Was ist mit diesen Schwämmen? Können wir die abernten hier? Nee. Tote Hose. Press Tab. Was ist denn da drin? Ein Rucksack. Was? Ach, hier kann ich meine Kram einlagern. Das wollen wir nicht. Ach, guck mal hier. Das können wir mitnehmen. Wow, genau das wollte ich doch. Ja, hier geht es immer weiter raus auf offene Meer. Das wollen wir dann doch mal verhindern. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Hai, der hier kommen soll. Komm, close the door. Please. Now. Oh, please now. Close the door. Oh, close the motherfucking door jetzt. Alter, jetzt haben wir es endlich. Dankeschön. Mal auftauchen eben. Wird auch abends jetzt. Wir sollten. Ah, cool. Genau. Schlupp, schlupp, schlupp. Jetzt müssen wir irgendwie wieder in unser Lager reinkommen. So. Muss mal ganz kurz Pause machen. So. Eigentlich hätte ich mal bis zum Tag weiterspielen können. Aber ist mir irgendwie wohl entgangen. So, wir haben hier unser Seil. Das ist aber zu dunkel tatsächlich. Jetzt irgendwie noch was zu suchen. Deswegen legen wir uns gleich mal schlafen. Schupp. Hey, das soll's auf. Wie viel habe ich denn von denen? Irre. Wo ist mein Shelter? Ich habe hier so viel Müll liegen einfach. Diese Insel ist einfach so eine Müllinsel geworden, ey. Scheiße.
Wo ist denn jetzt mein... Nee, hier nicht. Nur weil ich der Vermutung bin, dass wir mal... Dass wir irgendwann brauchen. Verdammt, wo ist mein... Wo ist mein... Wo ist mein... Wo ist mein... Hä? Das ist jetzt nicht wie bei The Forest, dass man den nur einmal haben kann und dann ist Schluss, ne? Das wäre voll kacke. Das ist ja Blödsinn. Das kenne ich auch gar nicht in Real Life. Wenn ich mir so eine Hütte baue, dann bleibt die. Ich finde ja nicht mal einen scheiß Campfire hier von mir. Da! Ja! Entschuldigung. So. Hold to sleep. Sleep. Slap. So. Da können wir jetzt gleich unser Hammer bauen. Ich hoffe, ich habe da nicht so sehr reingeblasen. Mir fällt, ich habe vergessen, dass das Mikrofon ist, wo ich hier überhaupt spreche. Ey, es ist noch gar nicht tags. Wow, was haben wir denn für... Na toll, na gut. Wir müssten doch eigentlich... Wir müssen auch irgendwo Feuer sein. Da haben wir. So. Kann ich das dann wieder neu machen? Aber ich habe zwei Campfires gehabt. Kann ich denn damit was Neues machen mit dem Campfire hier? Ja, und jetzt? Okay, das ist ja gut. Aber wie kann man den wieder auffüllen? Das wäre interessant rauszufinden. Ich habe noch ein zweites, das weiß ich auch. Ne, weißt du was? Wir gehen uns nochmal schlafen. Dass wir da mitten in der Nacht aufstehen, das ist doch kacke. Na, soll es ein Witz sein? Wir müssen uns das Campfire besser kennzeichnen, also dass wir es auch besser im Dunkeln sehen. Wow, das mit Feuerbohrer finde ich sowas für genial einfach. Wo ist mein Messer? Hä? Habe ich das weggeschmissen? Ich habe mein Messer weggeschmissen oder was? Oh nee, ne? Wie baue ich mir ein neues? Ich wollte mir erstmal einen Hammer bauen. Da, auch wieder mit so einem... Oh, scheiße. So, pass auf. Den müssen wir einfach mal suchen. Na komm, hopp. Der Mond geht unter. Ach, das sieht so schön aus. Ich versuche mal ein schönes Ambiente finden. Thumbnail rauszufinden. Das sieht doch gut aus. Oh, nicht Palm Street. Ja, genau. Es wäre tags. Endlich. So, jetzt lass mal Steine suchen. Na komm. Wir könnten uns tatsächlich auch ein, was haben wir denn eigentlich noch dabei alles? Die Kokosnuss? Die müssen wir mal machen hier. So, pass auf, dann nehmen wir mal die Axt. Na, komm. Lecker Kokosnuss. So, aufgegessen. Klasse. So, morgen gibt's gutes Wetter. Wie viele Stöcke habe ich? Nur einen, ne? So, pass auf, den brauche ich jetzt. Was kann ich denn jetzt noch machen, denn? Ja, kann ich jetzt. Okay, super. Was natürlich so leicht ärgerlich ist, dass ich mir jetzt ein neues Messer machen muss. Zumal ich schon irgendwie eins hatte und dass ich das irgendwie verloren habe. Das ist total ärgerlich. Und ich glaube nicht, dass auf dem Schiff noch neues ist, ne? Neues Seil, weil so junge Palmen gibt es hier auch nicht so viel. Können wir unser Campfire ausmachen. Das, ja,
Mein Schrottplatz. Genau. Können wir das andere abreißen? Wo ist denn das hin? Dass man so schlecht sieht, ey. Man müsste sich da mit Stein rumlegen können oder so. Was haben diese Blumen eigentlich hier? Egal. Gut, dann fahren wir noch. Dann schwimmen wir noch mal zum Schiff rüber. Das ging ja eigentlich am Tag davor ziemlich gut. Kein Hai am Start gewesen. Wir hoffen einfach mal, dass wir noch so ein Ding entfinden. Wir haben aber keine Möglichkeit, da mal oben an Deck zu kommen, ne? Hier können wir nur Sachen deponieren. Ich hätte gerne den ganzen Spind mitgenommen. Was ist das? Ich kann ja auch nur Sachen deponieren. Scheiße. Will ich nicht. Hm? Ah, schade. Kann ich damit was machen mit den Dosen, mit den Tonnen hier? Können wir wunderbar benutzen zum Dings, ey. Habe ich gar kein Messer ausgerüstet. Wo ist denn mein Messer schon wieder hin? Ey, nee, ne? Lass mal. Ich habe das nächste jetzt eingepackt, das Messer, hier weggepackt, ne? Oh, das kann doch nicht sein, oder? Nee. Habe ich nichts eingepackt, ne? Genau. Hä, das kann doch nicht sein. Das nervt total. Es liegt hier auch nirgendwo mehr, ne? Einfach weg. Ja, das kann es auch nicht sein. Komm, was sind das? Stickies? Nee. Boah, wie mich das jetzt nervt, ne? Naja. Scheiße. Na, dann wird's weg. Das ärgert mich mit dem Messer. Komm, stirb. Wow. So, jetzt haben wir hier junge Palmen, die wir könnten gut abernten, hätten wir bloß Messer. Hm. Aber irgendwo muss ja auch mein anderes Messer sein, ne? Irgendwas muss ich auch aus dem Stoff machen können. Aber es ist weg, es ist einfach weg. Hier, was war da? Ein Shelter. Wood Create. Das ist ein Dings, das ist eine Box, was ich suchte, was ich sagte, was ich brauche, um Nick mal. Da lag irgendwas. Campfire, okay. Wo ist mein Dings? Da. Legen wir mal hier hin. Das ist ja geil. Oh, hier ist was drin. Guck mal, was haben wir hier denn? Licht, eine Taschenlampe. Habt ihr eine Batterie? Und hier könnten wir Scheiße von uns einlagern. Warte mal. Die Kokosnuss zum Beispiel. Oder mein Dings, genau. Und die Palmen-Dings. Kann ich nicht mehr. Ist voll? Nein, echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Naja. Wow, das geht sogar. Ich glaub's jetzt nicht. Es regnet. Hätte ich da mal jetzt eine Dings, das wäre schon mega cool. Jetzt so ein
Water Collector irgendwie. Dann wäre das schon ziemlich cool. Es gibt sogar Sturm. Ach hey. Und ich mein Messer, ey, das ärgert mich so intensiv einfach. Hier haben wir Steine. Zum wiederholtesten Mal brauche ich mir wieder ein scheiß Tool hier. Irgendwas sagt mir, dass was, das, ja. Mit Gewitter. Vöglein fliegen aber noch munter rum. Ich muss jetzt gerade unweigerlich in Assassin's Creed 4 denken. Wo dann hier so eine Windhose kam. Man kriegt keinen Blitz eingefangen, ne? Da hinten. Jetzt ist Sicht gerade so gut. Da hinten ist noch eine Insel. Man müsste eigentlich so mitten auf dem Mund so rumlaufen, dann kann man auch was zu trinken einfangen damit. Würde ich mal sagen. Ich glaube, jetzt wäre es nicht gut rauszuschwimmen mit dem Floß, was ich vorhatte. Weil ich wollte eigentlich mal auf einer anderen Insel. Ah, da hätten wir noch eine kleine Palme, das ist doch gut. Hier mit. Sehr gut. Haben wir jetzt gestinkt? Naja, genau. Das ist meine Rettungsinsel. Irgendwie freest das hier so ein bisschen. Kann ich mir aus dem... Warte mal, kann ich doch selber machen. Was soll das denn? Kann ich doch. So. Genau, sammeln wir mal schön ein alles. Wow, ich könnte sogar einen Bogen bauen. Ich halte es nicht aus. Was ist das? Ein Fishing-Speer. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich brauche einen Fishing-Speer natürlich, klar. Weil als Werkzeug kann ich mir meine Axt nehmen erstmal. Nur sehe ich jetzt so ein Problem mit dem Wetter hier gerade, ne? Das ist, Das ist natürlich tagsüber, ne? Kann man sich jetzt einen Water Collector bauen? Geht das? Das ist einfach nur Möbel, ne? Okay. Ich glaube, damit sollten wir sowieso noch warten, bis wir mal eine vernünftige größere Insel uns genommen haben. Fire Pit. Oh, das ist doch cool. Warum bauen wir sowas nicht? Das ist ein bisschen mehr hier, ne?
da. Da brauchen wir einmal Stoff. Seil haben wir wohl offensichtlich schon. Palmdings, was ist das? Ach so, eine Kokosnussdings hier. Okay, und dreimal Steine und dann können wir uns ein. Ich krieg nicht meinen Hammer zusammen, aber das will ich zusammenkriegen jetzt, oder was? Tatsächlich haben wir das. Wie viele brauchte ich dafür noch? Drei Steine und eine Kokosnuss. Ja, ich habe Hunger jetzt. Das ist ja irre. Aber das schlechte Wetter hört gerade auf. Habe ich nicht eine Kokosnuss hier gerade am Start gehabt? Na klar, guck mal hier. So, natürlich ist es schlecht, die Kokosnuss jetzt zu essen. Das sollten wir jetzt gerade vermeiden. Wir müssen die Kokosnuss jetzt für unsere Zwecke. Natürlich jetzt schlecht, dass wir es machen, bevor das Wetter so scheiße war. Danach meine ich. So. Trinken. Okay, das ist es aber nicht, ne? Was ich gerade suche. Nee. Scheiße. Huch, nein, mach dich wieder auf. Du sollst sie aufmachen. Ich kann wenigstens was essen. Dann angeln wir uns jemand gleich einfach Fisch. Das müssen wir aber irgendwie auch produzieren können, ne? So. Was hat er jetzt? Fischfallen. Ja. Ja. Okay, Klamotten können wir jetzt da machen. Aus Werkzeug können wir. Ah, guck mal, wenn ich hier nochmal so Dings mache, was ist das hier? Leder. Das ist Leder? Dann könnte ich uns das machen. Hier kann man natürlich verbesserte Sachen machen. Das ist natürlich ziemlich cool irgendwie. Na komm, scroll runter. Meine Scrollmaus ist natürlich gar nicht so gut. Da. Na komm. Ja, aus Sticks, hä? Huh? Nee. Aha, müssen wir noch so eine Station für haben. Okay, dauert alles noch. Aha, gut. Was machen wir jetzt? Fische. Das Wetter ist so schön geworden gerade. Wir jagen. Was will er jetzt eigentlich von mir? Wasser und Hunger. Ach, das ist ja schlecht. Das sind keine Fische. Yay. Eine Sardine haben wir gefangen. Nemo-Fisch. Das sieht ein bisschen albern aus, wie man nach dem. Ne. Ich bin mir auch sicher, so ein Nemo-Fisch ist, glaube ich, nicht das Nahrhafte für uns. Da Sardinen. Habe ich die gerade freigelassen? Nein, ne? Zwei Sardinen haben wir gefangen. Das Problem ist, an Sardinen ist nicht wirklich was dran. Kann ich auch während des Schwimmens damit pieksen? Das wäre natürlich mega cool. Also tauchen. Die Sardine ist schlauer als ich.
Yay. Geht offensichtlich unter Wasser auch. Ich glaube, wir wollen uns gleich mal eine Kokosnuss wegen Essen hungern. So. Was ist das denn? Ih, das sieht giftig aus. Da treten wir auf gar keinen Fall drauf. Yay. Was ist das denn? Ich glaube, erstmal haben wir, glaube ich, genügend Sardinen. Lass uns das mal versuchen zu grillen. Eine Kokosnuss wegen Trinken oder zwei. Und dann machen wir Schluss heute. Es wird auch schon wieder nachts, ne? Irre. Zweite Kokosnuss drauf? Ja, ist da eigentlich drauf, aber ich komme nicht ran. Scheißdreck. Ist nicht runtergefallen, die Kokosnuss? Ja, da. So. Mmh, Schlürfi, Schlürfi. Was ist kaputte Campfire hier oder was war das jetzt? Hm. Das ist das Heile. Ich habe aber nichts dabei. Warte mal eben. Könnten wir nicht. Wir können uns so viel noch machen. Ein Messer. Das wäre natürlich auch genial. Brauche ich sowieso die ganze Zeit schon. Kann ich nicht machen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich zu voll bin. Logisch, oder? Dann lass uns doch einfach mal die Kokosnuss mal wegwerfen. Kann ich nicht. Ich kann gerade nichts. Ah, was habe ich weggeworfen? Hä, wieso habe ich denn das Messer? Wie ist das möglich? Wo ist das Messer jetzt hin? Da. Also habe ich die doch hergestellt, wa? Im Hintergrund oder so. So, komm, lass mal essen. So. Campfire. Können wir uns noch was herstellen? Ist nicht viel. Shit. Aber wir haben noch was in der Box, glaube ich, ne? Ja. Okay. Das finde ich so geil, dass man das mit diesen Feuerbohrer, das finde ich echt fantastisch, die Idee. Klasse. Sardinen. Gab es da nicht irgendwie... Kann man es nicht so machen wie mit Krabbenfleisch? Hä? Du kannst nur das Feuer ausmachen. Aber da gab es noch eine Möglichkeit, dass du das... Hä? Oder muss ich jetzt noch erstmal bearbeiten, die Sardine? Kann das sein? Warte mal. Ja. Das ist natürlich geil, so könnte ich wahrscheinlich das Leder mitnehmen. So, jetzt haben wir hier das Fischfleisch. Und jetzt spießen wir es auf und es wird gegrillt. So. Deswegen stöhnen wir jetzt so rum. Was genau? Oh, trinken ist das Schlimmere. Scheiße, wir brauchen unbedingt gleich mal eine Kokosnuss.
Da haben wir eine Kokosnuss. Nun geh doch da hin. Du Dussel. So. Alle, öpf doch. Da ist alles. Oh. Nein, hat er die ganz aufgemacht, oder was? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie ganz aufgegangen ist. Oh, diese Arschloch-Kokosnuss. Ich kann die nicht essen. Weil zu voll und so. Boah. Jetzt habe ich schon wieder mein Messer weggeworfen, ne? Das sieht so ganz danach aus. Mein Messer ist schon wieder weg. Obwohl ich gerade noch meine Palme weggeworfen habe. Ne, mein Messer ist noch da. Okay, ich muss mal ganz kurz zum Lagerfeuer gehen. So, ich will gleich eigentlich noch weiter grillen. Ah, da ist es noch. Ich sehe es. Warte mal. Bevor wir nachher ganz verdursten. Aber eigentlich hat so eine Kokosnuss, soweit ich weiß, 1 Liter Wasser drin. Folge dessen ist es totaler Quatschkram. Wenn man die jetzt, da guck mal, ich habe immer noch Durst. Irre. Wenn man da, davon Hunger hat. Quatsch, wenn man da verdurstet dran. Weil, wie gesagt, 1 Liter Wasser bringt das. Das ist schon viel. Man da auf einer Insel ist alleine und so. Kann man was aus dieser Kokosnuss noch machen hier? Sammeln wir die mal auf. Ne. Okay. Wir müssen nochmal neue Fische häuten. Wenn es eine Massenhäutung geben würde hier, ne? Das wäre schon cool. So. So, und haben wir nicht in der Hand, ne? Ja, müssen wir mal an die Hand nehmen. So, und los. Grillen. So, und ich denke mal, meine lieben Leute, das war's auch wieder für heute. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Freunde. Ich weiß, es passiert nicht sehr viel, aber es ist ja nur ein Crafting-Spiel, ne? Es ist nicht wie bei The Forest, wo irgendwelche Kannibalen dann hinterherlaufen und dann essen wollen. Nein, das ist einfach nur, das Leben will uns hier essen. Also, bis nächstes Mal. Ciao, Freunde.